Hallo, liebe Videofreunde von kreativ-marketing.net. Heute ist das Thema die sieben Abteilungen. Sie werden sich vielleicht wundern, warum ich dieses Thema als Diplom-Designer anschneide. Aber ich kann Ihnen Folgendes sagen: In den 20 Jahren meiner Berufserfahrung sind Sachen, bevor das Design von irgendwelchen Internetseiten, Flyern oder Anzeigenkampagnen beginnt, sehr, sehr entscheidend. Und zwar ist die Unternehmensorganisation. Wie ist ein Unternehmen organisiert? Das ist eine ganz, ganz entscheidende Frage, bevor wir überhaupt mit Design beginnen können. Und das ist genau der Punkt, wo ich mich mit Ihnen heute unterhalten möchte. Jedes Unternehmen, egal ob es ein Person, Einzelunternehmen ist, im Dienstleistung oder Produktherstellung oder ein großes mittelständisches Unternehmen mit mehreren hundert Mitarbeitern, jede Firma hat sieben Abteilungen und diese sieben Abteilungen jeweils haben drei Unterabteilungen. Warum erzähle ich Ihnen das? Ich kann Ihnen das an einem kleinen Beispiel verdeutlichen. Schauen wir uns doch die Firmenorganisation an diesem einfachen Beispiel an. Wie ich eben schon gesagt habe, ist es eine flache Hierarchie. Das heißt, die Abteilungen erledigen ihren Job und übergeben an die nächste Abteilung, wie in einem butterweich geschalteten Getriebe, von links nach rechts. Soweit klar. Sie sehen auch, dass die unterschiedlichen Abteilungen hier nicht wie bei einem normalen Fass eine gleiche Höhe haben, sondern eine unterschiedliche Höhe. Diese unterschiedlichen Höhen sollen das Symbol sein, wie entwickelt, wie gut die jeweiligen Abteilungen sind. Nehmen wir beispielsweise hier die Produktionsabteilung. Das ist klassischerweise die Abteilung, wo Firmen gerade im Mittelstand besonders gut sind. Mittelständische Unternehmen können normalerweise von jetzt auf morgen ihre Produktivität vom Dreifachen bis Zehnfachen, was sie jetzt aktuell verkaufen, steigern. Ohne Probleme. Nehmen wir eine andere Abteilung, die auch klassischerweise speziell im Mittelstand nicht so besonders ausgeprägt ist. Das ist in diesem Beispiel die Finanzabteilung. Diese Firma hätte quasi beispielhaft Probleme bei der Bank Geld zu bekommen für die Entwicklung eines neuen Produktes. Oder wenn ein Produkt schon entwickelt ist, für die Marketing- und Werbekampagnen für dieses Produkt. Diese Firma müsste sich Geld leihen und hätte große Schwierigkeiten, die Sicherheiten der Bank zu geben, die Bank haben möchte. Und so sind alle Abteilungen unterschiedlich stark ausgeprägt in ihrer Effizienz. Jetzt stelle ich Ihnen eine Frage. Wie viel Rendite oder wie viel Gewinn passt in dieses Fass hinein? Die Antwort liegt auf der Hand. Die Rendite oder der Gewinn ist begrenzt auf die niedrigste funktionierende, effiziente Abteilung. Sie können produzieren, was Sie wollen. Insgesamt wird Ihre Gewinn oder Rendite wird nur so hoch sein wie die niedrigste entwickelte Holzlatte in diesem Beispiel. Die Kunst ist es, bei einer Firma diese sieben Abteilungen von der Effizienz auf gleichmäßig hohem Level zu halten. Und hierbei möchte ich Ihnen gerne helfen. Thomas Kern, Diplomdesigner von Kreativdesign, Hildesheim 878700. Rufen Sie mich an. Tschüss.